Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video soll es um Leitprodukte gehen. Jeder kennt sie, jeder hat sie schon mal im Supermarkt gesehen. Vielleicht hat auch jeder schon mal überlegt, sie zu kaufen, anstatt die Originalvariante. In dem heutigen Video werdet ihr erfahren, ob es sinnvoll ist, Leitprodukte zu kaufen und wenn ja, welche. So, erstmal zur Definition. Was sind überhaupt Leitprodukte? Leitprodukte müssen weniger von einem Nährstoff haben, also zum Beispiel weniger Fett oder weniger Kohlenhydrate. Und es wurde auch festgelegt, dass Leitprodukte mindestens 30% weniger von diesem Nährstoff haben. Ansonsten dürfen sie sich nicht als diese bezeichnen. Also wenn ihr zum Beispiel Originalchips habt, haben die dann so und so viel Gramm Fett. Und die Light-Variante muss halt 30% weniger Fett haben, um als Light-Variante bezeichnet werden zu dürfen. So, das klingt ja erstmal ganz gut, können wir Fett sparen. Wichtig ist es aber, dass ihr die Nährwerte vergleicht. Ich weiß, darauf hat vielleicht nicht jeder Lust, aber ihr müsst da hinten mal dann auf die Tabelle gucken und die Originalvariante mit der Light-Variante vergleichen. Denn ganz oft ist es so, dass der reduzierte Fettanteil dann durch Erhöhung der Kohlenhydrate, also durch Zucker, ausgeglichen wird, weil das Problem ist, dass das Produkt ja immer noch schmecken soll und das wird dann ganz, ganz oft kompensiert. Das heißt, wenn ihr weniger Fett habt, habt ihr oft mehr Kohlenhydrate, mehr Zucker. Und andersrum, wenn ihr weniger Kohlenhydrate habt, habt ihr oft mehr Fett. So, es kann aber dennoch sinnvoll sein, Light-Produkte zu kaufen in der Diät, einfach um Kalorien zu sparen. Das ist aber ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich vergleicht und euch nicht verarschen lässt, weil es gibt so viele Mogelpackungen, das ist wirklich unglaublich. Wenn ihr mal Lust habt, dass ich dazu ein Video mache, irgendwie Leitprodukte im Vergleich so testen, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben, dann werde ich das machen. Aber nun empfehle ich euch erstmal ein paar Leitprodukte, die ich persönlich benutze, kenne und empfehlen kann. So, da steht bei mir ganz, ganz oben die Cola Light oder Cola Zero. Ja, Süßstoff ist nicht so gesund und es kann das Bedürfnis nach echtem Zucker sogar anregen. Bei mir ist das nicht der Fall und ihr müsstet wirklich so viel Süßstoff am einen Tag essen, damit das ungesund werden würde. Und laut der WHO sollen es am Tag bei einem 60 Kilogramm schweren Menschen höchstens 120 Süßstofftabletten sein. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand so viel Süßstoff an einem Tag konsumiert. Natürlich ist es besser, Wasser zu trinken, aber manchmal hat man halt einfach auch mal Bock auf irgendwas anderes, vor allem wenn man mit Freunden unterwegs ist oder wenn man essen geht. Und dann kann ich euch Cola Zero bzw. Cola Light empfehlen. Jetzt kommt auch bald wieder der Sommer, da habt ihr wieder mehr Bock auf Eis. Da greift man dann schnell mal zu einem Milcheis, Schokolade, Vanille und so weiter und so fort. Wo ihr wirklich super Kalorien sparen könnt, ist Wassereis. Also Wassereis ist quasi Wasser mit Zucker. Natürlich ist es nicht gesund, aber wenn ihr Bock auf ein Eis habt, hat Wassereis auf 100 Gramm meistens sogar unter 100 Kalorien und Milcheis hat meistens halt über 100 Kalorien. Und so habt ihr trotzdem das Gefühl von Eis. Es erfrischt euch sogar vielleicht noch mehr und ihr müsst nicht ganz darauf verzichten. So, was ich auch regelmäßig einkaufe, sind die High-Protein-Puddings von Ermann. Ich finde die wirklich mega, ich finde die schmecken eigentlich ziemlich wie Original-Pudding und okay, vielleicht muss man ein paar Abstriche machen. Also sie sind schon ziemlich geil, sie werben halt damit, viel Protein zu haben, deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt essen. Also sie sind auf jeden Fall eine gute Alternative zu den üblichen Puddings, die man so im Supermarkt kaufen kann, weil sie halt mehr Eiweiß haben und weniger Fett. Und meiner Meinung nach kommt es dem richtigen Puddinggeschmack auch ziemlich nah. Ebenfalls gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Riegel, Proteinriegel auch im Handel. Lasst euch bitte auch da nicht verarschen, oft haben die ganz, ganz viel Zucker. Und auch echt viel Kalorien, vor allem in der Diät halt. Aber so handelsübliche Riegel, die ich euch empfehlen kann, ist zum Beispiel Corny Free. Corny Free hat wirklich weniger Kalorien als die Originalvariante und zwar deutlich. Es ist halt wirklich ganz, ganz oft das Problem, dass die Sachen weniger Kalorien haben, aber letztendlich sind es dann auf 100 Gramm 10 Kalorien weniger oder lass es 30 sein, das ist nichts, das macht euch nicht dick. Also das ist dann einfach nur Verarsche, weil ihr zahlt dreifach so viel, habt meistens weniger Gramm in der Packung drin und am Ende spart ihr noch nicht mal Kalorien. Und bei Corny ist es halt so, dass ihr auch auf die Packung über 100 Kalorien sparen würdet und das kann ich euch dann auch empfehlen. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist noch Light-Marmelade oder Marmelade mit weniger Zucker. Die haben wir auch gerade zu Hause und die hat auf 100 Gramm 130 Kalorien ungefähr. Übliche Marmelade hat vergleichsweise ungefähr mal 260, also hat es wirklich ungefähr die Hälfte an Kalorien.
Sie ist aber auch wesentlich teurer, da muss man abwiegen, ob es das einem wert ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in dem heutigen Video erklären, ob Leitprodukte sinnvoll sind und welche ich euch empfehlen kann. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentaren und ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag wieder.